Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Aufnahme vom Let's Play Choir 4 und heute an Halloween. Und da habe ich mir doch gedacht, machen wir doch heute mal ein kleines Halloween-Special. Und das wird schon cool werden. Und ich habe mir ein paar Sachen so überlegt, also nicht sehr viele, aber ein bisschen, was das alles noch ein bisschen auffrischt heute an Halloween. Und also bei euch wird leider schon ein paar Tage nachher sein, weil es fiel mir erst später ein. Aber heute ist Halloween und ich würde sagen, legen wir mal los. Wir sind jetzt hier immer noch in diesem Kellergang und ich habe mal geguckt bei den lieben alten guten Kronk. Und es ist folgendermaßen: den Code an das Fahrzeug oder so kriegt bei Ashney, sondern wir haben ja hier auf dem Zettel die 279 uns aufgeschrieben. So, wir müssen es ausprobieren. Anders geht's nicht. So, 2791. Und schon läuft der Hase und wir können rein. Auch wenn ich das vielleicht nicht will. Was? Hä? 279. War's auch nicht? Verdammt nochmal. Zwischen beim letzten. Also 2799. Schreibt man trotzdem mal die 9 auf. Oh. So Leute, wir haben den Türsitz auf und wir wollen rein. Ups. Das ist wohl ein Gang. Ich mach mal lieber. Wer weiß. So. Boah, ich mag diese Ecken nicht. Sehr gut. Oh. Ist hier hinten nochmal was? Hoffentlich nicht so eine blöde Gestalt. Was ist denn das? Irgendwie Munition, aber frag mich mal, das sah noch nie so aus bei uns. Ah, bin ich wieder eine blöde Gestalt? Nee. Puh, da vorne ist wieder Schluss. Sicher ist sicher. Ich traue dieser Stelle nicht. Was geht denn da vorne ab? Oh. Ah, wo? Alter Mann. Was ist denn hier los? Der hat sich selbst umgebracht mit dem Schrotgewehr. Def Leiter? Was ist denn das? Ah, ein Fahrzeug! Leute, wir haben System. Das Rauchen bringt einen um. Eindeutig zu viel. Haben wir hier nochmal irgendwas? Keine Chance. Ach Scheiße, verflucht. Haben wir jetzt nicht nochmal irgendwelche Gestalten hier? Nee. Eigentlich haben wir den Gang ja schon sauber gemacht, aber wer weiß.
träume jetzt. Ich guck gar nicht hinter mir. Hinter mich. Weil das ist eh nicht gut. Gut. Da kommen wir jetzt hier hinter. Und können dann den Brand legen. Oh, wow, 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 wow. Toll, das Seil ist jetzt verbrannt, also müssen wir hinkommen. Der Schlüssel. Sieber Key. Aber was ist das denn? Sonst haben wir irgendwie Spritze oder ähnliches? No. Ah, ich glaube, ich weiß, welche Tür das ist. Wir müssen zu der dort hinten. Aber erstmal speichere ich. Jetzt, yes, wir können das doch super schaffen, ja. Es geht erstaunlicherweise ganz gut, ne? Also hätte ich nicht gedacht, aber... Auch so mit den Rätseln ist ja eigentlich nicht immer so meins. Aber kann ich jetzt eigentlich nichts sagen. Ja, guck mal, was wird die sein? Yep. Wieder so ein Gang, wo zur nächsten Tür geht. Super. Mal wieder ein Tonbandgerät, na super. Ja, da. Mach mal das jetzt mal. Diese Stille. Irgendwie traue ich der nicht. Hier ist eine Tür. Hier ist Wasser und das ohne Tür. Machen wir erstmal die rein. Ne, die ist zu. Oh, hier. So, hier rein. Hey! What the fuck are you doing? Was macht der? Oh nein. Der hat irgendwie einen Schlüssel gefressen. Fuck, verdammte Scheiße. Verdammt, es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht. Ich weiß nicht, was man hier macht, ne? Was muss man denn hier machen? Ja, was muss man denn hier machen? Könnt ihr mir das mal erklären? Irgendwas muss ja an den Rädchen damit zu tun haben. Hey! What the fuck are you doing? Der geht auf jeden Fall zur Holztür. Oh shit! Is that the key I was talking about? So, jetzt kommt.
Da kommt, nein! Wir müssen wahrscheinlich alle diese Dinger drehen, bis es nicht mehr geht. Oh, das kann eine Weile dauern. Das ist doch schon wieder der nächste Boss, ey. Hey! What the fuck are you doing? Not you again. So, jetzt mach. Tschüssi. Ah, scheiße. Boah. Scheiße, verdammt. Oh Mann. Boah, verdammt! Was geht das denn? Jetzt, was ist denn hier? Ich sehe nicht, was ich hier machen muss. Ich weiß es nicht. Was will der denn hier? Ah! Lädt sich auf. Scheiße!